Hallo, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Tackle Talk mit Chris, das Format, in dem ich eure Fragen beantworte. Und die heutige Frage, die kommt von Jovis Jung. Erstmal Jovis, du hast einen sehr schönen Nachnamen, wie ich finde. Und er sucht eine Stationärrolle, die 100 bis 150 Gramm Wurfgewicht hat. Das ist für mich erstmal eine komische Frage, aber doch eine ganz schlaue. Komisch deswegen, weil bei Werfen von so einer Stationärrolle das Wurfgewicht gar keine Rolle spielt. Denn in dem Moment, wo ich den Bügel öffne, die Schnur hier in der Hand habe, ist das Einzige, was das Gewicht tragen muss, meine Rute und die Schnur, die da drauf ist. Das Werfen ist also gar nicht das Problem. Vielmehr das Problem ist das Einholen von so schweren Ködern. Denn beim Einholen hat man an zwei Stellen Druck. Man hat den Hauptdruck auf dem Schnurlaufröllchen, weil hier die Schnur drauf kommt, und man hat den auf der Hauptachse, weil die Schnur hier über das Schnurlaufröllchen zur Seite zieht. Wenn die Hauptachse leicht ist, also eine eine Ultraleitrolle zum Beispiel, dann kann die sich bei großen Gewichten auch mal leicht verbiegen und damit läuft die Rolle irgendwann mal unsauber. Auch das Schnurlaufröllchen kann in Mitleidenschaft gezogen werden. Man braucht also eine Stationärrolle, die besonders robust ist. Und dafür gibt es im Shimano Lineup genau ein besonderes Modell. Das ist die Twin Power XD. XD steht in dem Fall für Extra Durable, also besonders robust. Und genau die ist für so schwere Sachen gemacht. Die hat überall nochmal Stabilisierung, die ist sehr, sehr robust gebaut, kann also mit so hohen Gewichten beim Einkurbeln auch klarkommen. Es gibt auch eine besondere Übersetzung, da gibt es eine sogenannte PG, das ist ein Power Gear. Die hat eine niedrigere Übersetzung und hat einfach nochmal mehr Kraft, um die schweren Sachen wirklich durchs Wasser zu ballern. Und gerade 100 bis 150 Gramm, hört sich nach Hechtangeln an, ist so eine Power Gear ganz geil, weil man da den Köder wirklich schön sauber und langsam führen kann. Nichtsdestotrotz, ich empfehle in dem Bereich 100 bis 150 Gramm häufiger Baitcaster. Da ist das Werfen auch gar nicht so schwer. Sollte man einfach mal probieren. Bei so großen Ködern, die fliegen von allein, braucht man gar nicht so viel Daumengefühl. Man kann fast sogar sagen, gar kein Daumengefühl. Man muss den Köder nur einmal stoppen, that's it. Sollte man sich auf jeden Fall mal überlegen. Für alles andere ist die Twin Power XD in der Power Gear meine Empfehlung. Ich hoffe, Jovis, das hat deine Frage ausführlich beantwortet und vielleicht auch den ein oder anderen interessiert. Habt ihr eine andere Frage, die ihr gerne geklärt haben wollt? Schreibt mir gerne eine Instagram-Nachricht, dann landet auch vielleicht die im nächsten Tackle Talk. Ich bedanke mich vielmal fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag noch. Abonnieren nicht vergessen, falls ihr mehr von mir sehen wollt, liken und kommentieren. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche im nächsten Tackle Talk. Bis dann.